Radio Pilatus, die beste Musik. Hallo miteinander, ich bin Gina De Rosa von der Radio Pilatus Musikredaktion. Ich habe heute eher mit dem Ludwig Wicki, mit dem Dirigent von 21st Century Orchestra, reden, weil er kommt nämlich im September ins KKL Luzern Music Night, im wunderschönen KKL, wo wir im Moment gerade davor stehen. Der Ludwig ist heute bei mir. Hallo Ludwig, wie geht's dir? Hi Gina, gut, bei dem Wetter sowieso. Jetzt, es ist bereits das sechste Mal, wo du im KKL bist mit dem 21st Century Orchestra an einer Music Night. Wie ist das so? Freut man sich da gleich immer noch drauf, auch wenn es schon das sechste Mal ist, oder umso mehr? Ich glaube eher umso mehr als nicht, weil es ist immer etwas Spezielles und ich staune, wie es jedes Jahr wieder etwas Neues und ein neues, verrücktes Erlebnis ist. Und das läuft sich nicht aus. Jetzt, wenn man zurückschaut auf letztes Jahr, eine internationale Band, Sunrise Avenue Konzert, innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Was sind so deine Erinnerungen vor einem Jahr? Es war einfach ein mega cooles Konzert und auch gute Typen. Und es sind auch tolle Songs. Das sind meine Erinnerungen. Jetzt dieses Jahr kommt eine Schweizerin wieder. Wir gehen wieder zurück in die Schweiz. Damals das erste Mal eine Frau, Stefanie Heinzmann. Was sagst du über sie? Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe, weil ich die Stimme schon lange kenne und ich immer fand, das ist eine ganz coole Stimme und ich habe immer gedacht, das wäre eine Person, die mir auch mal fragen und jetzt ist es soweit und freue mich sehr. Jetzt eben das erste Mal eine Frau, du arbeitest mal mit einer Frau zusammen, ist sicher nicht das erste Mal im Leben, aber wie schaust du ein bisschen auf die Zusammenarbeit drauf? Das ist, hat nicht so viel zu tun, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Das ist Musik, das ist unsere gemeinsame Sprache. Und wenn es coole Songs sind, die sich sehr eignen, dass sie orchestral können, umgesetzt werden können. Ich freue mich auf das, auf den Aspekt, dass wir eine gute Songauswahl haben. Und die kenne ich noch nicht im Moment. Das liegt noch vor uns. Und dann nachher die Arrangements schreiben und schauen, dass das der orchestrale Touch bekommt. Das finde ich spannend am ganzen Projekt. Und auf das freue ich mich sehr. Du hast gesagt, Musik ist eure Sprache. Du kommst eher aus der klassischen Welt, Stefanie Heinzmann aus der Popwelt. Wie tust du das damit so verbinden, diese zwei Welten? Funktioniert das gut? Das funktioniert bei uns sehr gut, weil wir sind ja ein Freischaffensorchester. Also wir haben richtig viele Crossover-Musiker bei uns, die zum Teil in der Popwelt, in der Rockwelt, in dem Jazz daheim sind. Und ich selber komme eigentlich aus verschiedenen Welten. Klar bin ich ein ganz klassisch ausgebildeter Dirigent, aber ich mit 15 habe ich in einer Band gespielt, Bassgitarren. Und das war ein Genre, das mir immer sehr gefallen hat. Und darum habe ich auch die Richtung von Filmmusik. Das ist alles ein bisschen verknüpft miteinander. Das ist nicht nur einfach Klassik, das ist eigentlich der Mix von allen Kulturen, die es gibt. Und das ist, finde ich, spannend an der Musik. Wir sind auch sehr gespannt, was im September wird abgehen auf der Bühne im KKL. Danke, Ludwig, bist du da und hast dir Zeit genommen. Danke auch. Und alle von euch, die jetzt auch dabei sind am 21st Century Orchestra im KKL an der Music Night mit der Stefanie Heinzmann zusammen, die können jetzt auf radioplatz.ch gehen und Tickets im Ticketshop bereits kaufen und alle Informationen findet ihr dort auch zu der Music Night.